Man sollte ein bisschen darauf achten, dass alles passt. Oh. Hast mein Kopf gefickt, hast mich hintergangen. Oh. Ich muss heute nach Würzburg fahren zu Django's Tourstopp. Als ich geguckt habe, wie weit das weg ist von Berlin, stand hier ungefähr 350 Kilometer. Ich gucke heute nochmal, oder 480. Das war gestern nicht so, ich schwöre, das stand da nicht. Hab mir jetzt schön Mac geholt und seit wann ist eigentlich mit den Bechern so? Also was ist, also ist da gar, Strohhalme ist ja nicht mehr ein Ding, ne? Aber was ist jetzt? Muss ich da reindrücken? Oh, was war, nein, das war die falsche Richtung. Das kriege ich nicht mehr raus. Würzburg echt schön, kann man wirklich nichts sagen. Toll, tolles Dorf. Ja, haben wir gecheckt jetzt, das war schön. Der einzige Django auf der Suche nach seinem inneren Gleichgewicht. Irgendwo in Würzburg, in Stuttgart. Legendäre Zimmer. Nicht die Socken wegschmeißen. Keine Chance. Ich nehme die Kronlocke, Baby. Ah. Hier die Kamera. Ja! Kein Strafzettel, Digga. Überall sind nur Baustellen. Wann wird irgendwann mal irgendwas fertig sein? Irgendwann mal einfach alles fertig sein? Wenn irgendwas dann irgendwann fertig ist, ist an einer anderen Stelle schon wieder Baustelle. Hä, hey, warte mal, hast du Haarausfall? Ja. Sag mal her, das Ding. Ich hab einfach Buzzcut gemacht, nur dich. Ah. Kurz vor Chiago. Der ganze Club klebt. Ich bin mit Hasso heute und er denkt, dass Elotrans, also dass man das jetzt schon nimmt. Hey, ja. Einmal davor und einmal danach. Junge, du kommst, du trinkst das, wenn du nach Hause kommst, betrunken, nicht jetzt. Hey, ja, doch, jetzt? Jetzt? Nein, du trinkst Elotrans nach dem Club. Frag einen Bauern, der weiß Bescheid, ne? Leute, die aus dem Land kommen, die wissen einmal davor. Also einmal so sicher trinkt man das, wenn man nach dem Club nach Hause kommt, doch nicht jetzt. Die Frage Google. Sagt es. Man hat es halt geschafft, wenn man mit einer Trainerhose in den Club kann. Weil das können nicht viele. Du stehst heute auf der Gästeliste, okay, cool. Also sieht auch schon professionell aus. Ich bin nicht sicher, ob ich nach Spornitz überhaupt fahre. Warum habe ich nicht so genug eingepackt? So, ich habe, glaube ich, eine, zwei Unterhosen dabei, zwei Paar Socken, zwei T-Shirts. Ach, Digga, ich packe immer mehr ein. Ich dachte mir, nee, Digga, heute gehst du nur einen Tag. Das war schon ins Titel. Ja, ich mache jetzt die Mission. Ich beende jetzt alle Missionen. Ja. Jo. Von dem Club meinte nur, man sollte ein bisschen darauf achten, dass alles passt. Scheiße! Ich sitze ganz angenehm. Angelo pennt eigentlich nur. Ich bin nur am Pennen, das sieht man mir, glaube ich, auch an. Weil er hat nur 2 Stunden geschlafen. Wieso hast du denn nur 2 Stunden geschlafen? Mensch, lange Story. Wir haben Zeit, alles cool. Ich schon Costa ein bisschen Ding gemacht. Ja, wir haben Hausaufgaben gemacht. Hausaufgaben. Riecht dir, wie schön idyllisch es ist, die frische Luft genießen. Eins mit der Natur sein. Junge! Oh, Digga. Ist schon. Ist so schwer. Ich fand den hübsch, ich wollte mitnehmen. Sex with me so amazing. Stachel und Laura sind hier, aber Django weiß nichts davon. Die können aber jetzt nicht an die Rezeption gehen und einchecken, weil was ist, wenn Django das sieht? Darum muss ich jetzt an die Rezeption gehen, die einchecken und denen den Schlüssel bringen. Jetzt stehen die da hinten. Ich hab ihren Zimmerschlüssel. Hi. Hallo. Hallo. Guck mal, wie cool. Ja, echt geil. So clean. Das ist Jermaines Auto und er sitzt freiwillig hinten, das habe ich auch noch nie gesehen. Toll, das ist eine Experience. Aber, macht das, testet das, dann nimmt ihr euer Auto noch bequem. Mehr. Das finde ich jetzt schwierig aussagen. Jetzt sagen die sogar, ich muss vorgehen, damit hier keiner was sieht. Guck mal, die schleichen. Du musst auf die Zehenspitzen. Zehenspitzen. Ist hier alles frei? Die Zunge. Hast mein Kopf gefickt, hast mich hintergangen. Oh, loyal, wisst ihr noch, wo wir gesagt haben, wir müssen leise sein, falls ihr uns hört oder so? Holla, holla at me. Gehst du so zum Soundcheck mit den Socken? Ja. Fresh. Dann scheppert das. Scheppert. Hält er jetzt an? Junge, hier raus. Es geht. Mach ich auch, ja. Oh. Boah, ist mein Handy, ich will nicht mehr. Ich glaube, ich muss los. Warum kann ich mehr? Was? Warum kann ich mehr? Fährt sich besser. Ich hoffe, wir mit reden. Ja, natürlich. Hast du schon?
Nee. Hallo! Mittlerweile haben wir wieder Dienstag. Mittlerweile haben wir schon wieder Montag. Wir sind ja am Sonntag einfach zurückgefahren, da war nichts Interessantes dabei. Koffer ist wieder gepackt. Wir fahren zu Theo und Eduard. Oder wir fahren zu Theo und nehmen mit Theo und Eduard Podcast auf. Theo, wo bist du? Zu Hause. Ja, mach mal auf, bist... Digga. Ja? Ja, schon die ganze Zeit. Oh. Yeah. Keins von denen geht. Du hast drei Leser... Er hat drei Schwerter für 3000 Euro in der Hand und keins geht. Na, 1500 Euro sind hier in meiner Hand. Digga. Und keins geht. Ich hab die erst ein Jahr oder so. Und nochmal zwei gekauft, um, damit die... Wir wollen TikTok drehen heute Nacht. Wir wollen so keine mit Transition dem? Machen, so, ne? Ja. Körper frei, dann auf einmal so. Weißt du? Kann nicht sein, wenn das jetzt nicht funktioniert, flipp ich aus. Da hab ich so... Also da hab ich einfach 3000 Euro Laserschwerter und keins funktioniert davon. Das wäre schon echt scheiße, wenn du... Das hat jetzt 1300 Euro gekostet, ne? 800. Das ist so viel wie meine Miete. Du zahlst 800 Euro Miete? Das heißt 780 Miete. Das schmeckt. Was ist das denn? Ja. In Berlin. Ja. Mit Balkon, denk dran, ne? Hier ein echter Berliner muss irgendwie, naja, sag ich jetzt gar nichts zu. Wie geht das? Wenn du schon vier Schwerter kaputt gemacht hast, willst du die Anleitung lesen, bevor du das... Ich werde jetzt die Anleitung lesen, ja. Okay. Ja, so habe ich das gemacht, genau. Da habe ich die dazu gemacht, genau. Das ist alles ganz anders, wie ich es gemacht habe. Ab da ist es dann ganz anders tatsächlich. Naja, ja doch nicht. So, das stecke ich jetzt hier mal einfach rein. In dieses Rohr kann ich es rein. Oder? Warte mal ganz kurz, wir sehen hier zwei verschiedene. So. Das ist gerade Quatsch, was du da machst. Mikro, das ist richtig. Das ist perfekt. Aber das andere passt auch perfekt rein. Warte mal, stopp, nicht hier das alles rumwerfen, weil ich muss es zurückgeben noch. Ah, das ist... Okay, warte. Ich muss zurückgeben noch. Wenn es jetzt kaputt wäre, wäre krass. Okay, und? Ist es jetzt gerade von der Erschütterung kaputt gegangen, oder? Ist ja blöd, weil, also. Oh. Okay. Jetzt gehen wir weg. Und dann drück jetzt. Oh! Das ganze Geld hat sich gelohnt. Das ist jetzt geil, das ist jetzt aber krass. Hat das auch eine andere Farbe oder hätte das 1000 Euro gekostet? Ja. Kann leider wirklich nur eine Farbe. Alter! 700 Euro, endlich sogar krass aus. So geil. Ah, Leute. Ja, ich dachte auch, ich gehe nach Hause. Jetzt gehe ich mit zwei Idioten Lichtschwerter spielen im Heidepark. In Heidepark? Hasenheide. Hasenheide. Das ist ein Ort, wo man nicht sein sollte nach 23 ja, Uhr. Ja, stimmt eigentlich. Ich glaube, wir werden jetzt abgezogen, sagt ihr ehrlich. Sollen wir mal aufeinander zurennen oder ist egal? Sieht das so auf dem Bild so geil aus? Was?